Hallo und willkommen zum zweiten Teil meines vierteiligen Videokurses, die 5 einfachen Schritte zum eigenen Bild. Mein Name ist Ilke Hammer und ich bin die Autorin des Buches Das Navi zum eigenen Bild. Kommen wir nun zu den Acrylfarben. Die Acrylfarben basieren auf 3 Bestandteile: Pigmente, Bindemittel und Lösemittel. Pigmente bestehen aus feinem Pulverstaub und sind die Farbträger bei der Farbherstellung. Das Bindemittel trägt zur Verbindung der Pigmente untereinander bei und besteht aus Kunstharzteilchen, die in einer hohen Konzentration mit dem Wasser gebunden sind. Das Bindemittel hat auch Einfluss auf die Elastizität, Verdünnbarkeit und der Haftung. Das Lösemittel bei der Acrylfarbe ist meist Wasser. Verdunstet das Wasser, bildet sich ein elastischer, wasserundurchlöslicher Film. Die Acrylfarben haben eine Farbkonsistenz von dickflüssig glatt bis relativ dünnflüssig. Acrylfarben sind eigentlich ein Alleskönner. Es gibt sie in Studien und Künstlerqualität. Sie sind mit Wasser verdünnbar und haften überaus gut. Acrylfarben können auf jeden fettfreien Malgrund verwendet werden. Sie haben den Vorteil, dass sie schnell trocknen und sind geruchsfrei. Eine große Besonderheit ist das Trocknen in dicken Schichten ohne Risse. Die Acrylfarbe ist im trockenen Zustand elastisch, wasserfest und abriebfest. Sie kann gepinselt, gespachtelt, gespritzt und gegossen werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du hier unter diesem Video einen Kommentar schreiben würdest und mir einen Gefällt mir auf meinen Facebook-Button gibst.